herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Crop FM. Mein heutiger Studiogast ist Vito Muth und es geht um Aqua Diesel und alternative Motorentechniken. Und wie immer gibt es heute den CropCom, den Chat, mit dessen Hilfe sich Hörer dieser Sendung live am Gespräch beteiligen können. Erreichbar über die Website von CropFM, cropfm.mur.at. Dann oben auf CropCom klicken und ich sehe den Chat hier ein und freue mich über Fragen und Kommentare. Rolf, Bounce und Eraser sind schon da. Hi. Ja, wieder du, wir sind ja auch Kollegen unter anderem, sind wir vielleicht noch Hyperwave-Leiberl an, diese großartige Softwarefirma aus Graz, bei der wir beide arbeiten. Du bist Systemadministrator bei uns. Ja, ich bin so der Netzwerkgeist. Ich kümmere mich darum, dass einfach das Netzwerk rennt, die ganzen Server im Hintergrund brav arbeiten und wenn es keine Probleme gibt und ich keine Anrufe bekomme, passt's. Ja. Yeah. Und du bist so der Scotty und wenn ich ein Problem habe, dann nerve ich dich. Das ist total praktisch. Ja, aber du beschäftigst dich nicht nur mit Active Directories und sonstigen Dingen, sondern auch mit so eher Abseits-Themen leider, wie zum Beispiel Aquadiesel, alternative Energieerzeugung etc. etc. Und in den letzten Big Brother News warst du auch vertreten. Du hast dich für G-Com einmal ziemlich interessiert. Ja, das war eigentlich mein Einstieg in die ganze Materie hinein. Ich bin ursprünglich einmal, hab nur mal so gehört, eine Geschichte, dass Pflanzen untereinander reden können. Denke mal, interessant. Willi wird noch ein paar Mal heute fallen, weil der hat schon ein paar Themen angeschnitten, über die wir heute reden werden. Ja. Aber er hat auch einmal über eine Zimmerlinde gesprochen, der beibracht hat, ein Garagentor zu öffnen. Oder der beibracht hat, auf ihn zu reagieren, damit sich ein Garagentor öffnet. Okay. Nur so nebenbei. Ja, und da habe ich dann angefangen zu suchen und bin das erste Mal auf eine G-Com-Seite draufgekommen und habe dann eben da angefangen zum Suchen, weiterforschen, habe E-Mails hingeschrieben, leider sehr selten eine Antwort bekommen. Und das Ganze war dann halt eben voriges Jahr im Februar, waren wir in Berlin bei der Vorlesung vom Dr. Müller und also der Vortrag dort. Den haben wir besucht und es hat eben danach dann relativ viel Kritik darüber gegeben. Und wie wir in den letzten Big Brother News gehört haben, sind sie im Moment noch eben mittendrin in Messreihen und wir warten darauf, dass das erste Patent rauskommt. Ja, aber heute geht es ja nicht um das kosmische Internet, sondern um Aquadiesel. Und das heißt, du beschäftigst dich also mit solchen alternativen Themen seit ungefähr 2 Jahren, kann man sagen. Sowas herum, ja. Also alles, was, wie soll ich sagen, nicht der Mainstream ist, das ist dann auch dann doch oft interessant. Und wenn es einfach technisch so gemacht ist, dass es der Menschheit zugutekommt, dann bin ich Feuer und Flamme dafür. Also deswegen in dem Fall für Aquadiesel, also das ist eigentlich ein Produktname von Shell, den habe ich gefunden, ich habe mir die Werte davon angesehen und war hellauf begeistert. Und deswegen ja, sind wir auch heute hier. Also es hat angefangen damit, die Idee dahinter ist das, wir waren am Grazer Hauptplatz, da war eine Vorführung von der Feuerwehr und die haben dort einfach vorgeführt, ja, ich habe da einen halben Liter brennendes Öl. Und die wollten eigentlich nur den Hausfrauen zeigen, dass man brennendes Öl nicht mit Wasser löschen sollte.
Wenn man dann noch ein Viertel Liter Wasser dazu gibt, dann macht das Ganze Boom. Aber das macht ziemlich Boom. Es gibt einen 10 Meter Feuerball aus einem halben Liter Öl. Der, wenn das in der Küche losgeht, da ist die Überlebenschance einfach null. Und dann haben wir gedacht, wenn das so los, wenn das so in die Luft geht, was würde dann in einem Motor drin passieren? Und habe eben angefangen, ein bisschen zu suchen und bin dann auch eben auf Aquadiesel gekommen. Das ist ein Produkt von Shell, das ist in Australien, wird das hergestellt, wird auch dort ausprobiert. Bei den Verkehrsbetrieben in Melbourne wurde das eingesetzt und das wird dort hauptsächlich eingesetzt für die eben Verkehrsbetriebe, Flotten, also Busflotten, LKW-Flotten. Okay, Moment, jetzt müssen wir nochmal zurückkommen. Aquadiesel, also das finde ich interessant, du hast gesehen, wie Wasser und brennendes Benzin hochgeht und hast da gedacht, das müssen wir noch als Treibstoff einsetzen und hast dann tatsächlich was gefunden. Ich habe tatsächlich was gefunden, eben dieses Aquadiesel, das ist eigentlich nichts anderes als eine Mischung aus Diesel und Wasser. Was ja normalerweise nicht geht so richtig, oder? Na, das ist sehr schlecht. Also wenn man probiert, irgendwie Öl in Wasser aufzulösen, das funktioniert nicht. Also deswegen gibt es eben einen Emulgator in der Lebensmittelindustrie oder ein Additiv dann in der Erdölindustrie, an dem darin ist eben das, da drin liegt die Power in diesem Additiv, das schafft es, dass das Wasser im Diesel drinnen gelöst bleibt und sich nicht trennt und danach dann das Wasser oben schwimmt und der Diesel unten ist. Und das heißt, und ist dieser Zusatz, den man jetzt dazu gibt, damit sich die beiden Dinge vermischen, ist der irgendwie bedenklich oder? Dieser Zusatz, da ist lange daran geforscht worden, eben, dass er nicht giftig ist, dass auch während des Verbrennungsprozesses keine schädlichen Nebenprodukte rauskommen. Und eben, das ist ein bisschen das Geheimnis von Shell auch, was da drinnen ist. Das sind lediglich 2% in der Gesamtmischung vom Aquadiesel bestehen aus diesem Additiv. Und hat auch so viel. 2% ist ja gar nicht so wenig. Ist nicht wenig. Also es sind 13% Wasser, 85% Diesel und 2% von diesem Additiv. Nur 13% Wasser? Nur 13% Wasser. Es gibt mittlerweile Versuche an der Universität Köln vom Herrn Professor Strei. Der hat es geschafft, dass Motoren auch bis zu 50% Wasseranteil im Diesel drinnen zünden. Allerdings ist das sicher noch nicht für normale Motoren gedacht. Und mit nur 13%, also bei 13%igen Beimischen von Wasser zu Diesel erreichst du eine 60%ige Treibstoffreduktion. Das heißt. Nein, nicht Treibstoffreduktion, aber. Schadstoffreduktion. Schadstoffreduktion, ja. Wie kommt die zustande? Und zwar ist es so, dass... Verbraucht er da weniger Diesel? Er braucht schon gleich viel Diesel. Nur ist es so, dass die, wenn der Diesel in die Brennkammer eingespritzt wird und das Wasser mit dazukommt, es kühlt das Ganze ein bisschen ab. Das heißt, der Zylinder geht rauf, komprimiert das Ganze und wenn es dann Boom macht, ist die Temperatur um ca. 10 Grad kälter wie bei einem normalen Diesel. Und aus dem Grund kommen dann eben weniger Partikel zusammen. Und das reduziert sich dann eben um bis zu 60%. Interessant. Aber dieser Effekt, den du ursprünglich beobachtet hast, dass das Ganze unglaublich hoch geht, wenn man Wasser drauf schüttet, der wird dann nicht ausgenutzt? Der wird in dem Fall nicht ausgenutzt. Also es gibt allerdings noch andere, also darauf kommen wir dann heute noch später zu sprechen, eben diese Wassereinspritzsysteme. Ja, ja. Mit denen sie einfach die Autos hochfrisieren. Also das sind bereits ziemlich gute Autos und die frisieren sie danach dann auch weiter auf. Eben auch mit so einem Prinzip. Mhm. Einfach, es ist, das Prinzip dahinter ist das, wenn ich brennendes Öl habe, brennendes Öl liegt bei 250 bis 300 Grad und dann gebe ich Wasser mit dazu rein. Wasser siedet bei 100 Grad. Das heißt, es verdampft auf der Stelle und reißt das restliche Öl mit und deswegen gibt es dann auch so einen Feuerball. Okay. Das ist ein physikalischer Effekt und der wird dann eben im Motorinnenraum auch ausgenutzt. Okay. Aber der Aquadiesel funktioniert, weil in der Brennkammer die Explosion abgekühlt wird. Genau. Mhm. Und also die Schadstoffreduktion basiert auf diesem Prinzip? Basiert auf diesem Prinzip. Also es ist so, dass die Partikel gehen um 60% zurück. Gleichzeitig verringern sich die Stickoxide um bis zu 15% und Kohlenmonoxidausstoß wird um die Hälfte reduziert
Und ein Nebeneffekt dabei ist, dass ich jetzt weiß nicht genau, ob das ein guter ist, der Rauch wird fast unsichtbar, man sieht den Rauch nicht mehr. Mhm. Ob das jetzt gut ist oder nicht, kann ich nicht sagen, weil... Ja. Zur Wassereinspritzung, über die wir später noch reden werden, darüber hat ja auch Willi schon mal gesprochen und im Chat kommt natürlich die unweigerliche Frage, was mit Willis Wassertechnik ist, VSA, und im Moment, weiß nicht, ob du davon gehört hast, seine Wasserreinigungsmaschine, und im Moment habe ich noch keine Neuigkeiten, aber sobald ich die habe, ich kriege in der Woche mindestens 5 E-Mails zu dem Thema, sobald ich die habe, werde ich die weitergeben, ja, als Einwurf. Okay. Ja, es ist dann auch dann, ich habe dann eben noch weitergesucht, was gibt es sonst noch für Produkte außer Aquadiesel. Bin dann drauf gekommen, es gibt noch Aquazol, das ist von der Konkurrenz in dem Fall oder vom Mitbewerb, ist von Total, in Frankreich wurde das entwickelt, basiert circa auf dem gleichen Prinzip, es sind auch um die 13% Wasser drinnen, 85% Benzin, Diesel, und das wurde in Berlin ausprobiert bei den Verkehrsbetrieben, allerdings schon 1996 bis 1999 haben sie dort 10 Busse betrieben, das war eben eine Testflotte, und sie sind auch drauf gekommen dort, dass eben auch wieder dieselben Effekte, minus 60% Partikel, die Stickoxide gingen herunter, Kohlenstoffmonoxid ging runter, und ich habe daraufhin mir gedacht, ja, schicke ich mal ein E-Mail an betreffende Leute oder an Leute, die in Österreich, denke ich mal, irgendwie was dazu zu sagen haben, die da drin was machen können. Und dieses E-Mail ging an den ÖMTC, ans Lebensministerium, an Greenpeace, Global 2000, an Bundesminister Pröll habe ich eines geschickt. Und das, als Antwort bekam ich lediglich von einem Professor der TU Wien eine Antwort, dass dieses Prinzip bereits bekannt ist. Und dass es mit älteren Motoren noch funktioniert. Das war die einzige Antwort, die ich dazu bekommen habe. Und da haben wir gedacht, komisch. Mhm. Und habe dann eben angefangen, Links zu sammeln und weiterzusuchen, weil mir gedacht habe, das kann doch nicht sein. Hat er irgendwie einen Hinweis darauf gegeben, warum es bei älteren Motoren funktioniert, also was bei neueren anders ist? Bei neueren Motoren ist es, hat er drinnen erwähnt, dass es einfach, die brauchen hochwertige Kraftstoffe. Und da kann man das einfach nicht so machen, dass man den Kraftstoff danach dann mit Wasser einfach so streckt und das danach dann so gebraucht. Hm. Ja, schade, ne? Ja, schon schade. Andererseits bin ich dann drauf gekommen, es gibt noch ein drittes Produkt, das ist eine italienische Firma, die nennt sich JCAM. Und da hatte ich das Glück, dass ich einen Vertreter von ihnen am Telefon zum Interview bekommen habe. Und habe ihn gefragt, wie das eben aussieht in Italien unten, wo das im Einsatz ist. Und er sagte mir, das wird eben hauptsächlich von LKW-Flotten wird das genutzt, großen Speditionen und auch von Verkehrsbetrieben, sei es jetzt in Turin, in der Lombardei, wird das genutzt. Und habe ich gefragt einmal, was ist das Problem direkt, dass ich jetzt nicht selber ich besitze einen Golf, mit Dieselmotor, warum ich dort nicht selber hinfahren kann zu einer Tankstelle und jetzt dieses JCAM oder Aquazol oder Aquadiesel tanken kann. Und er hat gemeint, es ist ein steuerliches Problem. Steuerliches, rechtliches Problem. Es ist kein technisches Problem. Ja. Tja. Das heißt, im Moment ist eben der Einsatz von diesen Treibstoffen eben beschränkt auf Flotten, auf Flotten von Bussen, von LKWs. Es wird allerdings auch nachgedacht darüber, ob man das nicht vielleicht in Heizkraftwerken einsetzt. Zum Beispiel in Blockheizkraftwerken gibt es bereits einige. Gute Idee. Ja, da habe ich von einem Freund ein E-Mail bekommen. Das ist eine Sache, da wird sich ein Kreis wunderbar schließen. Bei Blockheizkraftwerken, die haben Allölmotoren. Die können praktisch die fahren mit allem Möglichen, was brennt. Und bei Aquadiesel, Aquazol und JCAM ist es so, diese Additive sind oft auch Tenside. Also es sind auch Tenside. Sagt doch nichts. Seifenstoffe. Ah, okay, ja. Chemie, furchtbar. Ich auch nicht. Und Tenside fallen bei Kläranlagen oft an, als Abfallprodukt, und sie wissen nicht, wohin damit. Also wenn man anschaut, die ganzen Kläranlagen,
von, die so die Mur entlang sind, da sind oft Tenside mit drinnen, sie wissen nicht, wohin damit. Das wäre eine Möglichkeit, wie man die Tenside los wird. Und auch dann zum Beispiel ein Treibstoff, der eben mit Wasser durch diese Tenside, die müssen chemisch nachbearbeitet werden und alles, das schon, aber wie man diese Tenside einerseits von den Kläranlagen wegbekommt und in die Blockheizkraftwerke rein und damit die Blockheizkraftwerke betreibt. Ja, ich habe das mal weitergeschickt, allerdings wie oft keine Antwort. Also das war es allerdings auch wieder eine Information ist, wenn ich keine Antwort bekomme. Ja, im Chat schreibt da jemand, dass das Prinzip der Wassereinspritzung im Zweiten Weltkrieg von deutschen U-Booten verwendet wurde. Von deutschen U-Booten, ja, und auch in einem Messerschmitt-Flugzeug, die B-109, da drin ist, wurde es auch verwendet. Aber das hat jetzt nichts mit dem jetzigen Thema Aquadiesel zu tun. Wie gesagt, da kommen wir dann eh noch hin. Ja, also die Themen sind miteinander verwandt. Es geht immer darum, ich habe Öl, ich habe Wasser, die beiden kommen irgendwie vermischt. Entweder ich vermische sie davor, dann habe ich Aquadiesel, Aquazol und so. Oder ich mische sie dann eben erst in den zu dem Zeitpunkt, wo sie in den Motor reinkommen. Okay. Und dann, warte mal, die Sache mit dem Wasser haben schon Freunde von mir im Tuning-Bereich ausprobiert. Da steht sie, Floyd. Oh, hallo Floyd. Ist mehr eine Art Spielerei. Im Dieselsektor haben sich aufgrund der Effizienz Common Rail Motoren durchgesetzt. Direkteinspritzung, hohe Drücke. Wie gesagt, das ist dann die Wassereinspritzungsschicht, wo man dann später eh. Genau. Und darüber reden, wie gesagt. Und dann 2002 hat die Firma Altec eine Wassereinspritzung für Dieselmotoren marktreif entwickelt, scheiterte ja doch am Desinteresse der Autoindustrie. Ja, wie so oft. Also ich habe, auf das kommen wir auch noch später zu reden, zum Beispiel über Hybridautos. Es gibt einige Fahrzeuge, die werden entwickelt, aber die werden zum Beispiel in Europa nicht importiert. Also patentemäßig sieht es so aus, dass gerade in diesem Bereich Wasser und also Wasser-Diesel-Mixturen gibt es über 500 Patente. Mhm. Und da habe ich selber mal geschaut. 500? Über 500 Patente, da habe ich selber geschaut, wo ich die Zahl gesehen habe. Wie lang forschen die schon dran? Das hat eben angefangen. Also das älteste Patent, wie alt ist das? Das älteste Patent, das war eben in den 30er Jahren. In den 30ern hat man bereits mit Wassereinspritzung jetzt? Ja, oder? Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob das wirklich das älteste Patent war, weil ich denke mal, die Idee geistert sich ja schon länger da. Ja. Und der Aquadiesel, wie alt ist die Idee? Der Aquadiesel wurde 2002, 2003 wurde er in Australien ausgetestet. Wobei bereits 1996 wurde Aquazol bereits in Europa ausprobiert. Ja. Also das heißt, die Technik da mit diesen Additiven ist schon länger vorhanden. Okay. Aber es ist deutlich jünger als die Geschichte mit der Wassereinspritzung. Ja, genau. Ja, und bei dem Interview, das ich geführt habe mit dem Vertreter von JCAM, hat er eben nochmal gefragt, wo sie eben überall vertreten sind. Das ist, sei es einerseits Tschechei, in Frankreich, Italien, in Shanghai. Gerade Shanghai, das ist wirklich eine Metropole. Mhm. Da drinnen, dort merkt man das dann doch, wenn die Schadstoffreduktion um 60%, die Partikelemission um 60% heruntergeht. Ja, die Chinesen, keine Ahnung. Es gibt zwar einen ganz kleinen Anteil, die im Moment Autos haben, wenn in China das ja einen enormen Wirtschaftsaufschwung gerade durchlebt. Also ich war mal in Shanghai vor 3 Jahren und das ist völlig unvorstellbar, was dort passiert. Wenn der Autoanteil in China genauso hoch wird wie in Europa, dann können wir uns einfach eingraben. Und da denke ich mir, sind die Chinesen sicher extrem daran interessiert, dass sie da solche Technologien nutzen. Die auf jeden Fall, also sei es jetzt. Es hat ja, glaube ich, auch, wer hat der Mann geheißen? Ja, mit energetisiertem Wasser oder angeschwungenem Wasser Dampflokomotiven zu betreiben, da haben sich vor einigen Jahren auch nur, vor Jahrzehnten auch nur die Chinesen dafür interessiert. Die scheinen da um einiges offener zu sein. Ah, die schon. Fängt in der Medizin an. Ja, ja. Ja, das heißt, du hast vorher gesagt, dieser von GCAM,
heißt der, glaube ich? J-Cam, ja. J-Cam, italienische Firma, nehme ich an. Ja. Das Interview hast du in Italienisch geführt, nehme ich an. Mit denen auf Italienisch geführt, also mein Italienisch ist ein bisschen eingerostet, das bin ich während des Interviews draufgekommen. Aber schaut, weil sonst hätte man nämlich spielen können, aber das bringt dann wahrscheinlich nichts. Aber der hat gemeint, du kannst jetzt in dein Auto das nicht tanken. Du kannst jetzt nicht hineintanken. Wegen steuerlicher Probleme, was steuerlicher für Probleme. Steuerliche Probleme? Ja, das Problem, also ich hätte damit kein Problem, wenn ich für Aquadiesel zum Beispiel dasselbe bezahlen würde wie für normalen Diesel, weil es einfach so ist, naja, ich habe damit 60% weniger Partikelemissionen, 15% weniger Stickoxide, Kohlenmonoxid geht runter, der Rauch wird fast unsichtbar. Dann denke ich mal, hat das durchaus Vorteile und das ist es mir auch wert, dass ich gleich viel für Aquadiesel bezahle wie für normalen Diesel. Ja. Obwohl sie es mit Wasser strecken, also. Nee, völlig. Wenn's, du hast quasi leistungsmäßig gibt es da keine Einbußen, stimmt das? Oder je nach Produkt. Also bei J-Cam zum Beispiel gibt es ungefähr 5% Einbußen in der Leistung. Hm. Bei Aquasol und Aquadiesel ist mir nichts bekannt, dass es Leistungseinbußen gibt. Ja, 5%, also. Na, 5% ist nicht viel. Also. Ja. Es gibt allerdings ein bisschen Nachteile dabei. Und zwar, wenn das, es ist die Lagerung von Aquadiesel, Aquasol und J-Cam. Also, alle drei Flüssigkeiten sieht nicht aus wie normaler Diesel. Man denkt sich mal da jetzt, also, wenn man das Ganze in einer Flasche hat, das sieht aus wie Milch. Es ist weiß. Und denkt man sich, komisch, und wenn man das allerdings um die 3 Monate herum stehen lässt, dann trennt sich das dann doch auf. Also die Verbindung ist stabil, das Additiv, das drinnen ist, hält die Verbindung für circa 3 bis 4 Monate stabil und dann zerfällt das allerdings. Mhm, okay. Also das ist ein Problem. Allerdings braucht man zum Beispiel im Motor drinnen jetzt keine Veränderungen durchzuführen. Man kann es normal tanken. Was passieren kann, ist, dass der Motor vielleicht ein bisschen anfängt zu klopfen. Das heißt, das in Verbindung mit ein bisschen mit Chip-Tuning oder also Chip-Tuning in der Hinsicht, dass man einfach den Zündzeitpunkt verändert. Ja. Das gibt dann auch dann eine durchaus gute Mischung. Das finde ich interessant, was du gesagt hast. Super ionisiertes Wasser. Keine Ahnung, ob dir das was sagt. Doch. Ich Wasser mit irgendwie mehr Elektronen auf der äußeren Hülle in den Wassermolekülen oder so. Gab es einmal eine Sendung drüber und mischt sich angeblich auch mit Öl. Und raus kommt auch eine weiße Flüssigkeit. Okay. Mhm. Bin mir jetzt ziemlich sicher, dass das genauso ist. Das Zeug kann man auch trinken und es pusht ein bisschen. Das ist gut. Nein, also nicht das Vermischte, sondern das superionisierte Wasser. Aber es ist interessant, dass das genauso ausschaut dann. Mhm. Ein Problem, das vielleicht drin sein kann, also jetzt vom Preislichen her gesehen, alle drei Firmen verwenden jeweils destilliertes Wasser dabei. Und wenn ich mir die Preise anschaue für normales destilliertes Wasser, das ich bei einer Tankstelle dafür bezahle, das ist doch einiges. Also wenn ich eine nicht wartungsfreie Batterie habe und die muss ich nachfüllen, dann zahlt man doch einiges für einen Liter destillierten Wasser. Mhm. Und ja gut, aber ich denke mal, im Endeffekt würde der Preis aufs Gleiche rauskommen. Das heißt, das wäre, meiner Meinung nach, würde eigentlich nichts mehr im Weg stehen, dass man die Produkte in Österreich in einem Pilotprojekt einsetzt. Ich denke mal, Österreich kann sich das sicher leisten, dass er da mal ein Pilotprojekt startet. Ja, es gibt also jetzt, du hast gesagt, in Italien, du hast gesagt, die Busse in Italien, ist das jetzt irgendwie wirklich in ganz Italien, fahren die Busse mit Aquadiesel oder wo passiert das? In Turin passiert das, ja. Also in Turin haben sie eine Busflotte und es gibt einen relativ berühmten Frechter, dessen Name mir jetzt entfallen ist, wo die, Frikus war es nicht, Frikus ist steirisch, die das einsetzen und die haben damit bereits Millionen Kilometer, sind damit bereits Millionen Kilometer gefahren ohne Probleme. Mhm. Und das Ganze ohne Veränderung der Motoren, wobei man sagen muss, dass LKW-Motoren doch robuster sind wie normale Motoren. Okay. Aber prinzipiell wird es auch in normalen Motoren funktionieren. Es wird auch in normalen Motoren drin funktionieren. Und in Australien verwenden sie es auch? Es wurde auch in Australien verwendet, also eben die Melbourneer Verkehrsbetriebe. Haben es verwendet und es wurde ein Test durchgeführt von der
Bundesanstalt für Landtechnik in Wien. Allerdings war das Ganze eine Auftragsarbeit von Shell selber, denke ich jetzt mal. Und sie haben keine Ergebnisse veröffentlicht. Ich habe probiert, den Zuständigen dort zu erreichen. Sein Stellvertreter habe ich erreicht, hat gesagt, er kann mir dazu leider nichts sagen. Deswegen sollte ich mich an den Zuständigen, Herrn Wörgetter, selber wenden. Und den konnte ich leider nicht erreichen. Okay. XOR schreibt da, wo bitteschön ist der Grund für die steuerlichen Probleme, unter Anführungszeichen, zu suchen? Kann der Staat was dagegen haben, wenn ich Aquadiesel tanke? Ein Schelm, wer dabei Böses denkt. Ja, steuerliches Problem, das denke ich selber ein bisschen drüber nach. Also würde ich Heizöl verwenden statt Diesel, okay, dann begebe ich mich auf die illegale Schiene. Nur wenn ich den Diesel selber strecke und praktisch, ja, meinetwegen Steuern auf das Wasser noch mit dazu zahle, oder sie einfach sagen, der Preis ist der gleiche, dann dürfte es kein Problem sein. Was sein kann, ist das, dass die Autoindustrie selber nicht mitspielt. Dass sie sagen, okay, ihr wollt das Auto mit Aquadiesel betreiben, ja, dann steigen wir von der Garantie herunter. Also eben Sachen mehr in dieser Richtung hin, naja, wo sie einfach sagen, ja, wir haben es nicht getestet, wir können nicht sicher sagen, es ist gut für den Motor. Und deswegen, ja, stockt die Entwicklung da drin. Ja, ist eine Marktchance. Und dann kommt der Auto raus und sagt, Aquadiesel getestet, Stempel und alle kaufen es. Oh ja, das schon. Genau, Granda-Technologie haben die Chinesen verwendet. Also die haben mit Granda angeschwungenes Wasser mit ihren Dampflokomotiven betrieben und da auch so 15-20% mehr Leistung rausgeholt, glaube ich. Oder 10%, waren es 10%, ja. Aber ist ja auch erstaunlich und nicht wirklich erklärbar. Ja, also wenn man andere Frage gibt es natürlich, aber gibt es zum Beispiel auch Versuche, dass man energetisiertes Wasser mitnehmen? Wahrscheinlich wird das seine. Mit energetisiertem Wasser, weiß ich nicht genau. Das ist allerdings ein Einwand, den haben wir mal gedacht. Wenn ich das Wasser zuerst eben mit Diesel mische und danach dann durch die Brennkammer durchjage, wie sieht es mit dem Wasser aus, wenn es dann hinten rauskommt? Also naja, jetzt das Ganze aus der Sicht eines Menschen, der sich mit Wasserbelebung beschäftigt, der sich mit Energien von Wasser selber beschäftigt. Ja, was das für Auswirkungen hat, kann ich nicht sagen. Ja. Weil wir vorhin waren wegen Garantien, also von Herstellerseite, von Fahrzeugen. Es ist so, dass zum Beispiel Renault Trucks und Scania haben bereits ihre Garantien, haben bereits in den Garantien drinnen, dass wenn die Fahrzeuge mit Aquadiesel fahren, erlöscht die Garantie nicht. Das heißt, die besteht nach wie vor auf den Motor. Ah, also es gibt schon die ersten. Ja, die ersten gibt es schon. Das ist interessant. Also das ist doch recht weit verbreitet anscheinend. Es ist relativ weit verbreitet, allerdings mehr im Industriebereich. Ja. Also Industriebereich im Big Business eben für Flotten. Was ich aber komisch finde, weil du hast gesagt, es wird nur der Schadstoff reduziert und nicht der Verbrauch. Was für Interesse hat die Industrie dran? Ich meine, es ist ein bisschen böse gedacht. Der Verbrauch wird von Lieferantenseite her verringert, weil wenn der Lieferant bei 1 Million Liter 13% das Ganze 13% sich einsparen kann und stattdessen destilliertes Wasser reingibt und 2% noch Additiv, dann kommt ihm der Treibstoff sicher billiger, wie wenn er eben die 1 Million Liter Diesel ausliefert. Das stimmt. Vielleicht ein Tipp zu den Chat-Teilnehmern: Die blaue Farbe ist ganz schlecht zu lesen auf meinem Monitor. Ja, jetzt zum Thema Aquadiesel noch abschließend vielleicht. Das heißt, es gibt einige Projekte, steuerliche Probleme, aber inzwischen manche Firmen springen schon ein bisschen auf. Aber jetzt Nachteile. Nachteile gibt es eben drinnen, wenn zum Beispiel... Von der Technologie jetzt nicht unbedingt, aber kommt da wirklich so was Gesundes raus beim Auspuff? Ich meine, was Gesünderes raus beim Auspuff? Was Gesünderes schon. Was sie drauf gekommen sind, ist zum Beispiel, wenn das im Tank drinnen ist, kann sein, dass das Schwitzwasser das Wasser, das drinnen ist, in Verbindung mit Biodiesel, das war, da drin habe ich mal weiter nachgefragt, ob es da drin Möglichkeiten gibt, und dann sind sie drauf gekommen, dass der Biodiesel chemisch reagiert
mit dem Wasser und das kommt dann auch dann zu Ausfällungen, die einfach den Kraftstofffilter verstopfen. Ausfällungen? Ja, Ausfällungen von, also praktisch, es entstehen mehr Partikel, kleine Schwebstoffe drinnen, die dann auch dann im Endeffekt den Kraftstofffilter mehr verstopfen. Und dann steht man erst recht in der Werkstatt. Ja. Da ist dabei zum Aufpassen. Okay. Sonst irgendwelche Nachteile, auf die du gestoßen bist? So selber bin ich jetzt nicht unbedingt auf Nachteile gekommen. Ja, es ist die eine Frage, die wir bedenken sollten. Das Wasser, das kommt zwar hinten wieder beim Auspuff raus, nur wir haben auch nur begrenzte Wasservorräte. Also da können wir es uns jetzt dann aussuchen. Die Ölvorräte gehen in weiß nicht wie vielen Jahren aus. Wir können die Zeit danach dann noch ein bisschen strecken, indem dass wir einfach den Diesel mit Wasser, also das Öl mit Wasser strecken. Damit können wir eben die Zeit rausstrecken, in der uns das Öl irgendwann mal ausgehen wird. Aber inwiefern das im Wasser insgesamt gut tut, kann ich jetzt nicht sagen. Ja, das heißt, das Bedenken ist irgendwie, wenn dann irgendwann Millionen Kubikmeter Wasser durch Auspüffe gejagt werden, das Wasser kommt zwar in den Kreislauf zurück, aber ist wahrscheinlich ein bisschen fertig gefahren. Ja, das schon. Also es sollte dann hinten belebt werden. Am besten um den Auspuff herum eine schöne Grandertechnik drüber und dann... Ah, und dann hinten wieder beleben, okay. Ja, genau. Und Willis Wassermaschine hinten dran und da wird es gleich gereinigt und angeschwungen wieder. Genau. Autos werden sehr kompliziert in der Zukunft, wie es ausschaut. Aber okay, ja. Unglaublich viele Sachen über den Chat. Ja gut, das heißt, dann würde ich vorschlagen, wir machen jetzt eine kleine Pause und nach der Pause sprechen wir dann über Wassereinspritzungen. Da ging es eh schon relativ oft. Über Schauberger Enhanced Vehicles, SEVs und Verbrennungskraftmaschinen danach. Also statt dem SUV, den SEV. SEV, genau. Hier ist wieder Crop FM. Mein heutiger Studiogast ist Vito und wir sprechen im letzten Teil der Sendung über alternative Motorentechniken etc. Eine sehr interessante Frage in dem Zusammenhang von Eraser im Chat ist, ob man Wasser nicht in O2 und Wasserstoff auftrennen kann und damit dann fahren. Also zu der Frage fällt mir etwas ein, was habe ich voriges Jahr im Netz drin gefunden. Das war ein sogenanntes Wasserauto. Kann man sich auch ansehen unter www.wasserauto.de. Das Prinzip da drin ist das, er hat das relativ schön beschrieben, das ist ein Philippine. Stimmt, das hat er Hamsti Bamsti, so heißt der Mann anscheinend, gerade im Chat geschrieben, www.wasserauto.de, genau. Ja, das ist ein Filipino, der hat jahrelang herumgespielt einige Jahre lang ausprobiert, einige Motoren dabei vernichtet und ist dann doch schließlich und endlich zu einem Motor gekommen, den er sich in sein Toyota Corolla eingebaut hat. Und er verbraucht angeblich 4 Liter Wasser auf 100 Kilometer. Und da haben wir die Augen aufgerissen und haben gedacht, aha, interessant. Allerdings ist es so, wenn man genaueres probiert herauszufinden, bekommt man keine Antwort. Und ich habe jetzt auch seit einem Jahr nichts mehr Neues darüber gehört. Geht es dir eigentlich oft so? Relativ oft, ja. Ich weiß nicht, ich habe da anscheinend irgendwie ein bisschen ein Talent dazu, entweder blöde Fragen zu stellen oder Fragen zu stellen, wo ich keine Antwort darauf bekomme. Nur eben beim Wasserauto, das ist mir dann doch ein bisschen zu, wie soll ich sagen, zu ideell, dass man denkt, okay, es gibt andere Techniken, wo die Industrie mehr sagt, okay, auf das setzen sie, Stichwort Brennstoffzelle. Das heißt, du meinst, das wäre zu radikal, da wäre zu viel Widerstand da, weil zu viel Geld im Spiel ist. Da wäre viel zu viel Widerstand da. Also ich denke mal, wenn diese Technik funktionieren sollte, das weiß ich nicht, ich habe das Auto selber nicht gesehen, selber nicht ausprobiert. Allerdings, wenn diese Technik funktioniert und das bekommen, die Industrie bekommt das irgendwie mit, entweder sie kaufen das Patent auf, bieten ihm einfach sehr viel Geld für dieses Patent und es verschwindet oder es wird für andere Sachen genutzt. Und ich hab heute wieder im Web drinnen gelesen, wenn diese Techniken zum Beispiel vom Militär her funktionieren würden, warum nutzt es dann das Militär nicht? Warum fliegen sie noch immer mit Kerosin mit den Fliegern?
Ja, gute Frage, ja. Ja. Weißt du eine Antwort drauf? Nein, leider nicht. Ja, vielleicht wegen der Leistungsreduktion der Leichten. Das wäre eine Möglichkeit. Also wie gesagt, habe ich mich dann eher darauf hin begeben, dass ich weitersuche eben in anderen Sachen, sei es Brennstoffzelle, sei es Elektroautos, dann hybride Fahrzeuge, die jetzt 2004, 2005 jetzt immer stärker kommen auch. Ja, da gibt es ja von allen möglichen Autofirmen, wollen wir jetzt keine nennen, gibt es ja, oder wollen wir es nennen, ist mir eigentlich egal, waren doch einige Ankündigungen in letzter Zeit. Ja, also sei es jetzt von den Hybridautos her gesehen, gibt es schon länger welche, sei es jetzt der Toyota Prius, der war ein Auto des Jahres. Leiter mal gleich die ganze. 2005, okay. ein Honda Civic, IMA, das heißt Integrated Motor Assist, das sind eben einfach Fahrzeuge, die fahren mit Benzin, kann aber auch wahlweise nur mit Strom fahren. Also die haben einen Elektromotor und einen Benzinmotor eingebaut. Wobei es dann so ist, dass vom Verbrauch her ist es so, dass die Schadstoffreduktion dabei auch um bis zu 80% heruntergeht. Also beim Toyota Prius habe ich Berichte gefunden, dass die besonders im Stadtverkehr, wo man einfach sehr viel mit Elektromotor fahren kann und sich der Motor auch von alleine wieder auflädt, sinkt die Reduktion gewaltig. Und das Ganze aber ohne Verlust jetzt vom Fahrspaß her. Ja. Erklär mal kurz das Prinzip von einem Hybridauto. Okay, also 80% Treibstoffreduktion, hast du gesagt, oder Schadstoffreduktion? Schadstoffreduktion. Treibstoffreduktion ist auch gewaltig viel, besonders eben im Stadtverkehr. Wenn ich mit 160 auf der Autobahn dahin fahre, dann habe ich null Reduktion. Ja. Weil dann fährt er nur rein auf Benzin und blast hinten genauso den Dreck raus. Ja. Allerdings eben im Stadtverkehr oder Landstraßenverkehr ist es so, ich gebe mit dem Auto Gas, dann unterstützt mich der Elektromotor und der Benzinmotor, wenn ich so normal fahre. Wenn ich bremse, dann macht der Benzinmotor gar nichts und der Elektromotor fungiert als Generator zum Batterienaufladen. Naja, genau. Das ist ein relativ einfaches Prinzip, also gibt es eigentlich schon länger. Bremst man dann nur mehr quasi elektromagnetisch oder bremst man schon konventionell auch noch? Ja, schon noch konventionell. Ja, also es geht schon ein bisschen verloren dann auch jetzt. Es geht schon ein bisschen was verloren, ja. Weil ich denke mal, Vollbremsung mag ich nicht mit dem Generator machen, damit die Batterie schon schnell aufgeladen ist. Ja, stimmt. Na, aber sie haben es zum Beispiel geschafft beim Toyota Prius, dass sie haben ein Ziel da drinnen, so ist es zumindest auf deren Homepage, das ist Null Emission. Also Zero Emission. Und dann denkt man, interessant. Welche Firma war das jetzt? Von Toyota ist das. Okay. Und sie haben drin geschrieben, eben 89% weniger Smog. Und damit können sie die Auflagen von der Emissionsvorschriften für 2012 einhalten. Da sind wir wieder bei dem Jahr, ja? Ja, wunderschön. Das wird wahrscheinlich Euro 5 sein, die von der Auflage her. Also es gibt immer wieder jetzt mit 1.1.2005 ist die Euro 4 rausgekommen. Die besagt, dass die neuen Autos gewisse Schadstoffwerte nicht überschreiten dürfen. Und 2012 möchten wir dann 89% reduzierte Schadstoffemissionen zulassen. Laut der Seite von Toyota. Jetzt weiß ich nicht genau, ob das mehr Marketing ist oder ob das mit 89% weniger im Jahr 2012, ob das dann wirklich stimmt. Okay. Aber 2012, ausgerechnet. Ja, 2010, 2012, Sie wissen es ja. Ah, okay. Es ist gerade mal eben die Euro 5 ist in Ausarbeitung und da sind Sie sich aber nicht ganz sicher, wann die jetzt wirklich rauskommt. Okay. In den nächsten 5 bis 8 Jahren, sage ich mal. Ja, weitere Fahrzeuge wären zum Beispiel ein Ford Escape. Den haben wir jetzt vor kurzem gefunden. Das ist wie der Toyota Prius, ein Full Hybrid Vehicle. Das heißt, man kann entweder mit Strom fahren oder mit Benzin oder mit beiden. Es gibt manche, zum Beispiel der Honda Civic hat den Elektromotor nur unterstützend drinnen. Der ist dann auch viel kleiner dimensioniert, schwächer auch. Und da fährt man aber immer mit Benzin. Wenn ich mir denke, ich fahre nur in der Stadt herum, okay, dann kann ich das meiste mehr auf Strom machen.
ab und zu muss ich dann eben auch auf Sprit auf Benzin umsteigen, damit die Akkus sich auch wieder regenerieren. Sind die Dinger teuer? Preislich liegen sie doch noch eher im oberen Preissegment. Also ich habe gesehen, für den Ford Escape, wo ich dann angefragt habe, gibt es den auch in Europa, weil ich mir gedacht, den Namen habe ich noch nie gehört, habe ich bei der Ford-Vertretung in Salzburg angerufen und er hat gemeint, es ist kein Import vorgesehen nach Europa. Und dann haben wir gefragt, ob sie generell vorhaben, Hybridfahrzeuge in Europa zu importieren oder auch zu bauen. Und dann hieß es, nein, es sind keine Pläne da, zumindest nicht, was er weiß. Ja, vielleicht überlässt man das Feld der anderen. Ja. Könnte es sein. Aber es ist erfreulich, dass die Amis auch Hybridautos kaufen wollen. Die schon, also sie möchten eigentlich von ihren, wie soll ich sagen, von ihren Benzinschleudern loskommen und das ist das auch. Ich bezweifle, dass sie das möchten, aber sie müssen, glaube ich. Sie müssen, ja. Es ist so, dass VW möchte den Umsatz oder den Verkauf von dieselbetriebenen Fahrzeugen in den Staaten drüben fördern. Ebenso wie andere Techniken, sei es jetzt Hybridtechniken oder Elektroautos. Ja. Reine Elektroautos. Die es ja schon seit 1900, also um 1900 herum gibt. Ja, da kommen wir jetzt zu einem interessanten Thema, Elektroautos. Und im Chat hat vorher auch schon, ich glaube, Peter war das, Nikola Tesla angesprochen. Ich meine, gut, es gibt jetzt, ganz allgemein kann man sagen, es gibt konventionelle Technologien. Darunter fällt jetzt auch die Brennstoffzelle. Vielleicht noch ganz kurz was zu der, weil die ist ja auch sehr interessant eigentlich. Ja, bei der Brennstoffzelle ist es so, dass sie wird jetzt langsam, kommt sie in Einsatz. Jetzt die letzte Meldung war von Daimler Chrysler, die jetzt die am Genfer Automobilsalon 2005 eine neue PKW-Generation vorstellen möchten mit Brennstoffzellenantrieb. Das ist zum Beispiel also von der Mercedes-Benz die B-Klasse, die nennt sich F-Cell und leistet um die 100 kW, also für eine Brennstoffzelle. Wie funktioniert eine Brennstoffzelle? Der genaue technische Aufbau, muss ich ehrlich zugeben, weiß ich nicht. Mhm. Es ist so, dass die sie sind draufgekommen, dass es gibt einige Typen davon und vom Grundprinzip her ist es so, dass die, wie soll ich das erklären, ich habe praktisch, ja, wir müssen jetzt nicht genau drauf, ja. Sauerstoff und es ist so, dass bei der, oh, genau, Mikro. Mikro, ja. Also ich habe praktisch Sauerstoff, ich habe Wasserstoff und der kommt dann in der Brennstoffzelle selber zusammen, also bei einer Anwendung der Brennstoffzelle kommt er eben zusammen und erzeugt dadurch Strom. Das ist eine spezielle Anordnung von Membranen, das wurde bereits 1939, na länger. Ist nicht so richtig. Ja, aber ist schon älter. Es ist eine relativ alte Erfindung, die ist dann verloren gegangen, ist untergegangen. Das war eigentlich früher gedacht als erste Stromerzeugung, bevor dann auch dann der Dynamo gekommen ist, weil der Dynamo hat das einfach, hat dann die Brennstoffzelle einfach auf die Seite geräumt, weil es die bessere oder zur damaligen Zeit besser funktioniert hat. Und damit baut man jetzt Autos und du hast gesagt, bis zu 80 kW bereits Leistung. Ja, also in dem Fahrzeug von Mercedes schaffen sie sogar 100 kW. Und das sind doch 35 kW mehr als das Vorgängermodell geschafft hat. Und sie haben es allerdings, also sie haben damit die Reichweite von einem Brennstoffzellenfahrzeug auf ungefähr 400 Kilometer vergrößert. Und 400 Kilometer, muss ich sagen, ist doch eine annehmbare Leistung. Ja. Floyd schreibt da, Daimler verschiebt die Brennstoffzelle zum fünften Jahr in Folge. Also ich nehme an, jetzt seit 5 Jahren. Das weiß ich, weil ich mal für die Jungs gearbeitet habe. Das okay, dann sage ich mal danke für die Neuigkeiten. Ich habe mir schon gedacht, es ist jetzt fix, aber okay. Aha. Na, es ist so, dass der, bei Chrysler, das habe ich jetzt selber nur aus dem Netz heraus, dass der Forschungsvorstand gemeint hat,
dass sie jetzt die Praxistests ausweiten und im Moment haben sie ungefähr 100 Testfahrzeuge täglich im Einsatz, die sie halt eben austesten in Richtung Reichweite, in Richtung Sicherheit auch hin. Und gut, das heißt, wir haben die Brennstoffzelle, dann wir wollten auch noch kurz auf die Wassereinspritzung zu sprechen kommen. Das Prinzip ist, glaube ich, dass da in die Brennkammer Wasser eingespritzt wird zum Zündzeitpunkt oder kurz danach und das Wasser dann noch einmal expandiert und dadurch kann man Autos tunen. Ne? Ja, es ist so, da bin ich über Seite fündig geworden. Also das meiste davon habe ich eben im Netz drin recherchiert auch. Und da bin ich über eine Seite gekommen, nennt sich turbotuning.net. Und die vertreiben dort Geräte, die man sich im Motor eben reinbauen kann. Eins davon ist der Boost Cooler. Das ist im Prinzip so, ihr habt Wasser mit dabei. Es wird dann auch dann noch ein bisschen Alkohol, meistens Methanol wird hinzugefügt. Das hat den Vorteil, also Methanol hat einen niedrigeren Siedepunkt wie normales Wasser. Mhm. Und jetzt, wenn es mit hinzugespritzt wird, also zu dem Zeitpunkt, wo der Benzin in den Kolbenraum reinkommt, kommt das Wasser mit hinein. Und es ist dann auch so, einerseits zerstäubt es und dadurch, dass es so schnell siedet wegen dem Alkohol drinnen, gibt es ganz einen ziemlichen Leistungszuwachs. Also Sie haben es ausprobiert mit stärkeren Autos, sei es jetzt einem Audi S3 oder BMW Roadster, also eher Autos, die schon stark sind und dort haben sie teilweise gewaltige Leistungsverbesserungen gehabt, also um 50, 60, 70 PS mehr. Bei wie viel PS vorher? Gut, bei 300 PS, die davor schon da waren. Okay, das reicht aus. Immerhin so um die 20% oder so. Ja, zwischen 7% und 20%. Also das schwankt hin und her, je nach Ausführung auch. Und das Wasser, was ich mir erinnern kann, weil Willi hat das auch einmal erwähnt, wird hinten kondensiert raus und kann man im Kreis schicken. Ob man dieses jetzt in den Kreis schicken kann, weiß ich jetzt nicht genau. Also da drin ist es so, dass einfach die Ladeluft selber nochmal gekühlt wird und das dient einfach einer kühleren Verbrennung auch. Ja, nein, aber das wäre auch vorteilhaft, dann braucht man kein Wasser tanken, sondern wirklich nur Benzin und das Wasser läuft im Kreis. Es wäre eine Erweiterung, ja. Es gibt sicher Bastler, die bereits daran herumschauen. Der Willi hat gesagt, dass das geht. Also. Mhm. Okay. Ja. Gut, das heißt Wassereinspritzung, da gibt es, Floyd hat da eingeworfen, ein bisschen weiter unten, es geht halt ziemlich rund im Chat, daher keine Ahnung, ob ich die Frage nochmal finde, aber ich glaube, mich richtig zu erinnern, er hat gesagt, die Korrosion in Motoren ist viel größer. Die ist viel größer, Wassereinspritzung. Ja. Das heißt, das stimmt, ja. Also das ist ein Nachteil, wo man wirklich aufpassen muss, dass einem zum Beispiel nicht der Auspuff unterm Hintern wegrostet. Ist das jetzt bei Aquadiesel ebenso der Fall oder nur bei Wassereinspritzung? Bei Aquadiesel ist mir nichts bekannter dabei. Nur ich denke mal, wenn hinten Kondenswasser rauskommt, das rostet. Naja. Also da ist auf jeden Fall zum Schauen. Okay, das heißt, das wäre irgendwie ein Nachteil, kann man sagen. Es wäre ein Nachteil, ja. Die Autos wären schneller hin. Das war ein Vorteil für die Industrie, eigentlich sollte ich da voll aufspringen. Oder? Stimmt, ja. Produktnutzen wird dabei erhöht. Ja. Gut, ja. Das heißt, es gibt da doch einige konventionelle Methoden, wie man jetzt Energie erzeugt, um damit dann zu fahren. Gibt es da noch welche, die du da nennen möchtest? Sei es jetzt eben jetzt das Turbo-Tuning, das wir vorhin hatten, dass man mit Wassereinspritzung das Ganze macht. Es gibt danach dann noch einen weiteren. Das ist ein gewisser Herr Dr. Sonne Ward, der... Genau, jetzt kommen wir also zum SEV, dem Schauberger Enhanced Vehicle. Ja, wo wir ein bisschen gesucht haben und das ist ein Herr, der bereits schon vor einigen Jahren etwas gemacht, also forschungsmäßig unterwegs war und er hat angeblich ein Auto gebaut, das einen normalen Ottomotor drinnen hat und allerdings trotzdem schaubergische Technologie nutzt. Immer das mal durchgesehen, wie das ungefähr funktioniert. Er sagt, das ist relativ einfach. Man hat einen Vierzylinder und dieser Vierzylinder wird so angesteuert, dass jeweils zwei Zylinder zünden und die anderen beiden machen nichts.
machen sogenannte Implosion. Er hat dabei, hat er ein, ja, ein Mittel, er bezeichnet das Ganze im kosmischen Kühler. Ich habe keine Ahnung, was das genau ist. Und mit Hilfe von diesem kosmischen Kühler kann er einfach viel Energie aus dem Kosmos einfangen, das er dann auch dann diesem Motor weitergibt. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber was sie gemacht haben, ist, dass sie haben das Ganze dokumentiert. Also es ist dokumentiert worden, wie er mit dem Auto unterwegs war. Und laut Testberichten hat er es dann auch dann so geschafft, dass er statt normalen 5,5 Liter Verbrauch, die er mit seinem Honda gehabt hat, hat er nur mehr 2,67 Liter gebraucht. Also es ist doch fast um die Hälfte herunter. Ja, gibt es da irgendwie, also ist das nachweislich passiert, diese Reduktion? Gibt es da Bestätigungen von diesen Versuchen? Bestätigungen gibt es ja insofern, dass das Ganze von einem Fernsehsender von KPVT praktisch gefilmt worden ist und dokumentiert wurde. Nur, ja gut, wer gibt mir die Sicherheit, dass die die Wahrheit erzählen? Also das ist, ja, das ist danach dann immer Sache. Aber hat der Mann irgendwas Näheres zu dem Prinzip erzählt, mit dem sein Motor funktioniert, außer das Zweizylinder-Implosion machen, was ich jetzt nicht wirklich verstehe? Und zwar, hat er ein angebliches Lebenselixier, das die Implosionsenergie von Elektronen enthalten soll, wo man gedacht hat, was ist das, hört sich interessant an. Und was er da drinnen macht, ist das, dass er eben durch das Gerät, das er mit dazu reinbaut, das erkennt, ob das Fahrzeug beschleunigt oder abbremst. Und je nachdem wird das danach dann geschalten. Also wenn das Fahrzeug jetzt beschleunigt, danach dann ist es so, dass die Benzinzufuhr teilweise, also wird eben der Schalter betätigt und es wird dann auch dann eben für zwei Zylinder die Treibstoffzufuhr unterbrochen, woraufhin die einfach nichts bekommen. Okay. Es hört sich teilweise ziemlich abgefahren an. Naja, aber also, das ist interessant. Ich meine, ja, schon. Nur es ist so, dass er, dass ich, also ich muss sagen, da kenne ich mich selber, was Schauberger betrifft, nicht so. Ich habe davon gehört und deswegen habe ich mir gedacht, ja, das hört sich interessant an. Was er drin beschreibt, ist das, dass der Motor ist angeblich langlebiger, er läuft ruhiger und hat eine hohe Effizienz. Mhm. Denkt man, okay, wäre interessant. Also und er hat deutlich mehr Leistung oder er hat reduzierten Treibstoffverbrauch jetzt. Ne? Er hat reduzierten Treibstoffverbrauch, ja. Das findet man ja im Netz, nehme ich an, diese Information. Diese Information findet man im Netz, ja. Und dein Blog ist ja verlinkt und ich nehme an, du wirst den nächsten Tag vielleicht ein paar von den Links raufstellen, falls das jemand. Ich muss den Blog unbedingt updaten. Ja. Es ist so, diese Aktion habe ich gestartet letztes Jahr im Herbst und aufgrund eben vom mangelnden Feedback haben wir auch dann gedacht, allein auf weiter Front kämpfen, nein, das tun wir nicht an. Und dann lasse ich es mal sein und dann eben wir sind erst wieder über die Sendung danach dann drauf zu reden gekommen. Und jetzt muss ich eben wieder mal updaten. Ja, das heißt, also, wenn irgendjemand mit dir in Kontakt treten will, dann kann er das über den Blog tun. Ja, am besten über den Blog. Okay. Oder sonst über die E-Mail-Adresse vito@a1.net. Okay. Ja, was haben wir sonst noch? Technik noch gehabt. Also ja, vom Dr. Sonne war, das war eine kleine Sache, die mir ein bisschen skeptisch gemacht hat. Das war eben das, wie eben jemand gefragt hat, ja, wie dieser kosmische Kühler denn da funktioniert oder woher da diese Energie herkommt. Und er ist daraufhin relativ sauer geworden und hat ihn dann einfach schwer beleidigt, einen Studenten beim Vortrag. Was nicht, ich hab mir andere gedacht, so wie der, wie funktioniert der Fluxkompensator, wie sie bei Enterprise gefragt haben. Danke, gut. Das heißt, er hat ihm nicht wirklich eine Antwort drauf gegeben? Nein, er hat ihm nicht unbedingt eine Antwort drauf gegeben und ich habe auch so, also ein paar andere Seiten noch durchgeschaut. Eben, was mich da drin ein bisschen stutzig gemacht hat, das waren einfach die Zahlen. Mhm. Es war einfach viel zu viel. Er hat gesagt, er hat bereits über 100.000 praktisch dieser Tuning-Kits
Jetzt für sein Auto hat er bereits verkauft und ich habe mir gedacht, okay, wenn es 100.000 Stück sind, dann muss es darüber mehr geben im Netz. Und die, also stundenlanges Suchen, sei es Google, sei es Vivisimo, sei es sonst irgendeine Suchmaschine, das hat mir nichts gebracht. Ja, vielleicht reden die Leute nicht gern drüber, vielleicht haben sie da steuerliche Nachteile, was weiß denn? Ja, genau. Wer weiß, ja. Ja, okay. Und deswegen haben wir gedacht, ja, bleibe lieber am Boden und suche noch andere Sachen, sei es jetzt zum Beispiel Elektroautos, die doch auch schon relativ alt sind. Das heißt, das sind wir jetzt bei den Autos, die wirklich nur mit Elektrizität fahren, wie die fahren jetzt früher bei uns die Postautos, wie klein war, kann ich mich erinnern, ist die Post mit Elektroautos gefahren in Graz. Mhm. Das war die Post, glaube ich, ja. Jetzt uns das nicht mehr, verstehe ich nicht ganz. Ich weiß nicht, es ist so, dass die anscheinend doch den Wettkampf gegen die Benziner oder gegen die, naja, einfach gegen Benziner und Dieselfahrzeuge verlieren. Warum, glaubst du, ist das so? Warum das heutzutage ist, weiß ich nicht. Die Ursprünge, also am Anfang war es so, dass es sowieso mehr Elektrofahrzeuge gegeben hat wie Benzinfahrzeuge, weil da war die, zum Beispiel um 1900 herum, waren mehr Elektrofahrzeuge wie Benzinfahrzeuge und ab 1905 dann sind langsam die Verbrennungsmotoren gekommen. Tatsächlich? Mhm. Die haben da, die Verbrennungsmotoren, also die Autos mit Verbrennungsmotor hatten das Problem, man hat sie ankurbeln müssen. Das heißt, einer ist vor dem Auto gestanden, hat einmal angekurbelt und dann ist das Auto angesprungen. Und dann hat man die beiden kombiniert und schon ging es von allein. Dann hat man eben noch einen kleinen E-Motor mit dazu reingebaut und dann eben mit dem Anlassstarter ist es danach dann besser gegangen. Aber das wusste ich nicht. Also um die Jahrhundertwende fuhren mehr Elektroautos als Benzinautos. Schon, ja. Weil Elektroautos klingt immer so wie eine tolle neue Idee. Dabei ist das quasi ein uralter Hut. Es ist ein uralter Hut. Also am Anfang war es ein bisschen das Problem, preismäßig war auch ein bisschen ein Problem, weil ein Auto mit einem Verbrennungsmotor drin hat damals um die 500 bis 1000 Dollar gekostet, nachdem der Henry Ford eingestiegen ist. Und die Elektroautos haben damals um die 1700, 1800 Dollar gekostet. Also das waren danach fast das Doppelte. Gab es einen Unterschied in der Leistung damals? Weiß ich jetzt nicht genau. Ich denke mal, dass die Elektromotoren damals vielleicht sogar noch ein bisschen besser waren. Mhm. Allerdings war es so, dass ursprünglich das Tankstellennetz war viel besser ausgebaut wie das Elektrizitätsnetz. Durch den Boom, der dabei entstanden ist. Klar, ja. Ja, und heute, ich meine, gibt es irgendwelche, sagen wir mal, ernstzunehmenden Elektroauto-Alternativen zum Auto, die auch wirklich vertrieben werden und entsprechend gepusht werden, oder ist das? Reine Elektroautos weiß ich jetzt keine. Also es gibt gute Elektroautos, nur die gehen alle mehr in Richtung Brennstoffzelle rüber. Das ist einfach eben ein Elektroauto und das wird durch eine Brennstoffzelle danach betrieben. Das heißt jetzt eben von VW, von Mercedes, Chrysler, Opel hat was gemacht, auch Honda und da habe ich jetzt gerade eben gesehen, eben Brennstoffzelle stammt aus dem Jahr 1839. 1839? Ja, also ist doch schon knappe 160 Jahre alt. Mhm. Wow. Von einem walisischen Physiker, von William Eyre Grove. Mhm. Nur eben wurde die Erfindung damals durch den Dynamo verdrängt. Ja. Da gibt es natürlich auch noch so andere Geschichten wie solarbetriebene Autos etc. Hast du da irgendwas in Erfahrung gebracht? Ob es da... Sie haben jetzt eine neue Generation an Photovoltaikzellen rausgebracht, die praktisch eine höhere Effizienz haben, eben von der Umwandlung her. Nur sonst habe ich aber nicht viel rausfinden können. Mhm. Nur eben bei Solarfahrzeugen, die existieren auch schon länger. Und sie setzen sich auch nicht so ganz richtig durch. Also meistens sind es sehr leichte Fahrzeuge, die bei Rennen teilnehmen. Ja, ich habe gehört, dass die Solarpatente im Besitz von Ölfirmen sind, was natürlich... Wäre leicht möglich. Ja. Also ich habe das jetzt nicht verifiziert, aber das ist ein Gerücht, das ich aufgeschnappt habe. Das sind sehr viele Patente, die in Richtung alternative Energien gemacht werden. Die werden danach dann meistens an Ölkonzerne verkauft. Zum Beispiel von, was war das? Das kann ich jetzt nicht bestätigen, das ist ein Gerücht, dass die Rapsdieselerzeugung, Biodieselerzeugung, die wurde in Österreich entwickelt und ging
ist dann allerdings nach Saudi-Arabien runterverkauft worden. Das heißt, also wir hatten es. Ja, im Chat auch, schätze mal, die alte böse OPEC steckt dahinter. Ja. Und Floyd meint, solche Interessen sind Fakt. Die Umstellung der Tankstellen ist sicher auch eine finanzielle Hemmschwelle. Die Umstellung der Raffinerien eher weniger, da Öl bekanntlich aus Kohlenwasserstoffketten besteht. Also ist ja klar, wir haben eine Infrastruktur und wenn wir von heute auf morgen können wir natürlich nicht umstellen. Mir kommt das Ganze, was wir heute besprochen haben, eigentlich so ein bisschen vor, wie so der langsame Übergang von den konventionellen Technologien zu alternativen Technologien bis hin zu völlig vielleicht im Moment absurd klingenden Ideen, die aber vor 70 Jahren von einem Herrn namens Nikola Tesla bereits gesponnen wurden, denn der hat ja auch ein Auto gebaut. Ne? Ja, der hat Anfang der 30er Jahre, was ich weiß, ein Auto gebaut. So gibt es eigene Gerüchte darüber, dass er ja, gefahren ist Ende nie ja, und quasi nie hat nachtanken müssen. Er hat angeblich sicher... Diese Autos von Tesla sind eigentlich mit dem Gravitationsfeld der Erde betrieben worden. Das war was, was ich einmal gehört habe, aber ja, der hat also irgendwie da Energie rausgesaugt. Ja, also was auf jeden Fall sein wird die nächsten Jahre, das denke ich mal so, dass der Übergang zu den neuen Technologien, das kann nur langsam geschehen. Ja, ja. Eben die ganze Infrastruktur muss sich darum ändern, die dann eben die steuerlichen, politischen Hintergründe, die dabei sind, die müssen sich langsam anpassen. Und ja, arbeitsplatzmäßig ist es genauso noch ein Problem. Also ich kann jetzt sagen, okay, jetzt Stichwort freie Energie. Ich kann jetzt sagen, dass ich, ja gut, wir haben da jetzt freie Energie. Juhu, sämtliche Mitarbeiter von Kraftwerken, die dabei sind, brauchen wir ab jetzt nicht mehr. Ich meine, das geht nicht. Deswegen muss man einfach langsam umsteigen. Aber du glaubst also jetzt schon, dass es diese alternativen Energieerzeugungstechniken gibt und dass die auch funktionieren? Von den Alternativen her, also sei es jetzt Brennstoffzelle, Aquadiesel. Nein, ich rede jetzt von den wirklich ganz Alternativen. Die ganz Alternativen. Es gibt ich glaube bei manchen Sachen ja, dass sie schon funktionieren. Ich habe gesehen, in St. Petersburg gab es eine Maschine, eine angeblich freie Energiemaschine, wo ich dann drauf kam, freie Energie ist gar nicht so frei. Ja. Weil wenn ich mir dann nämlich ein KW liefern lassen möchte, dann zahle ich erstmal $500 dafür. Das heißt, wenn ich danach, dann brauche ich 10 kW oder 15 kW. Sie schaffen es bis zu 32 Kilowatt drauf. Dann brauche ich doch einen ziemlich großen Generator und zahle dafür auch einiges. Ja. Wenn man das einmal durchgerechnet, es würde sich auszahlen. Also, dass man damit praktisch, da muss man ja wie entweder Milchmädchenrechnung machen oder so Geschäftsmannrechnung, gleich was, einfach durchrechnen, sie das durchkalkulieren und ja, man kann damit in die Gewinnzone kommen, allerdings nach 8 Jahren. Okay, ja, das ist natürlich dann wieder die... Vorausgesetzt, das Gerät funktioniert, also ja. Das ist immer dabei. Ja, und dann geistern natürlich durchs Netz seit ungefähr, keine Ahnung wie lang, ja, sicher 100 Jahren gibt es eigentlich, oder länger noch, gibt es eigentlich diese Ideen und auch Gerüchte und dann sieht man, behauptet wieder irgendjemand, er hat ein freies Energieerzeugungsgerät gesehen und so weiter. Aber so richtig konkret habe ich persönlich noch keines gesehen, bis auf vielleicht die Joe-Zelle, die mir mal der Andras Kovac vorgestellt hat, die auch auf so einem Wasserstoffprinzip funktioniert, soweit ich mich erinnere. Ja. Aber serienreif gibt es nichts. Ne? Serienreif gibt es nichts. Das ist das, was ich irgendwie schade finde oder was mich wundert, weil ich denke mal, wenn ein Kopf eben so eine Idee ausbrütet, ich finde es irgendwie schade, wenn dann einfach die Ideen verstauben. Ja, warum glaubst du, passiert das? Sind die Ideen schlecht oder sind die Auswirkungen schlecht? Ich denke mal eher die Auswirkungen von den Ideen selber sind ganz gut. Von den Auswirkungen, also was ich bis jetzt meldungsweise gehört habe, haben wir das voriges Jahr im Mai. Das war ein relativ berühmter Forscher in den Staaten drüben, der auf einmal tot aufgefunden wurde in seinem Haus. Das passiert ständig. Wo keiner gewusst hat, was ist da jetzt? Es sind andere Techniken. Eugene Maloff zum Beispiel, der an der kalten Fusion gearbeitet hat, und zwar nicht an der richtigen oder Anführungszeichen kalten Fusion, der ist auch vor einem halben Jahr oder einem Jahr tot in seinem Garten aufgefunden worden, erschlagen. Also
Das passiert wirklich ständig. Also ich habe mir gedacht, immer, dass da immer das hört, hat Mitte der 90er Jahre aufgehört, dass Leute wegen solcher Sachen praktisch drangekommen oder drangenommen wurden. Nein, das glaube ich nicht. Okay. Ganz sicher nicht. Hm. Also Eugene Mallow wäre ein Beispiel dafür. Der stand also eigentlich kurz davor, ich glaube, im Weißen Haus eine Präsentation zu geben, einem sehr auserwählten Publikum, zusammen mit Richard Hoagland. Und dazu kam es nicht mehr. Leider. Na gut, jetzt, wir kommen ja so schön langsam gegen Ende. Also deiner Meinung nach, der Grund, warum diese Ideen sich nicht durchsetzen, ist jetzt also... Also die Ideen bezüglich freier Energie und solcher Sachen, glaube ich, es ist sehr viel Politikum dahinter. Einfach, na gut, man kann das, ich habe mal was gelesen, das nennt sich, freie Energien ist nur für freie Menschen. Es ist danach dann die Frage, wer ist dabei frei? Also wer ist dann frei? Ja, das habe ich auch gelesen. Ich glaube, das ist von Claudius Kern oder von... Kann sein, ja, ist leicht möglich. Ja. Und da haben wir gedacht, ja, das stimmt eigentlich, weil praktisch... Man muss es sinnvoll einsetzen und gezielt. Also ich kann nicht einfach sagen, nur weil jetzt die Sache gratis da ist, das dann auch dann wieder gleich anfangen zu verschleudern. Also ja, glaubst du, dass da auch eine Gefahr drin steckt, zum Beispiel in dieser freien Energiegeschichte? Ich denke mal, ja gut, gefahrlos wird das sicher nicht sein. Oder in den Geschichten, denn es gibt ja verschiedene Arten. Ne? Ich denke mal, gefahrlos wird das sicher nicht sein. Es gibt sicher einen Haufen Gebiete, wo man aufpassen muss, wo sich einige Wissenschaftler sicher schon die Finger verbrannt haben. Jetzt wirklich forschungsmäßig, also nicht politisch, sondern nur rein forschungsmäßig, wo sie einfach auf Effekte drauf gekommen sind und es hat Boom gemacht und er wusste nicht warum. Ja klar, ja. Also Viktor Schaberger ist ja mal so eine Pulsine zum Beispiel abgehaut und am Dach herum. Mhm. Floyd sagt, alle Freidenker müssen sich so langsam mal zusammenschließen, sonst kommen wir nie in die Pötte. Das versteht man ganz, aber. Pötte? Okay. In die Pötte, nämlich. Okay, aber. Zusammenschließen, glaube ich schon. Also das heißt, wenn sich jemand jetzt interessiert, du hast ja einen eher, sagen wir, konventionellen Zugang. Das heißt, du möchtest da nicht so sehr abheben. Ich möchte dabei nicht so sehr abheben, einfach nur aus dem Grund, wie soll ich sagen, ich mag mich damit nicht in die Nesseln setzen. Okay. Wenn ich von einer Technik höre, die großartig ist, dann bin ich, wie vorhin gesagt habe, bin ich Feuer und Flamme dafür. Nesseln meinst du jetzt, dass du in einem Scharlatan auf genau. die... Genau, okay. So in die Richtung, weil es war... Also du hast keine Angst vor irgendwelchen Diskriminierungen, weil du dich für freie Energie einsetzt. In der Hinsicht. Und alle Menschen, du freien Menschen machen möchtest, in weiterer Folge, ne? Ja, das schon. Nur das wird's wahrscheinlich nicht spielen, alle Menschen zu freien Menschen machen. Ja, das ist das Problem immer. Das ist zwar eine Idealvorstellung, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ja. Vielleicht ist das auch ein Grund für den Widerstand, den man da immer wieder hat, weil. Doch schon, ja. Also ich meine, der Widerstand ist aber auch so, da, ich weiß nur, von Antriebs, also von ganz normalen Motoren. Sei es jetzt 3-Liter-Motor, dass es davor bereits Baupläne gab für einen 1-Liter-Motor und die sind einfach in der Schublade drin verschwunden. Naja, also da muss ich wieder, also der Willi ist natürlich bei Motorentechnik sehr... Schade, dass er nicht da ist. Ja, stimmt eigentlich. Mhm. der hat mir gesagt, dass er vor 20 Jahren oder so bei irgendeiner deutsche Autofirma, den 1-Liter-Motor am Dauerprüfstand gesehen hat. Also den gibt es anscheinend. Mhm. Aber das Ganze scheint so ein langsamer Prozess zu sein, bis man dann wirklich dorthin kommt, dass man ja entweder mit überhaupt kein Benzin mehr fährt oder mit ganz wenig, naja, eigentlich mit überhaupt keinem mehr wahrscheinlich besser im Endeffekt. Besser wäre überhaupt keiner. Zumindest also von der Idealvorstellung her wäre das Beste keine Verbrennungskraftmaschine, also nichts, was Explosion erzeugt, sondern etwas, was so wie zum Beispiel ein Elektromotor auf Batterie fährt. Oder auf, um jetzt zum Beispiel wieder Richtung freie Energie hinzugehen, sei es jetzt, die einfach Energie nutzt, wie Mohan nutzt, mit der von der Firma Aquapol, oder einfach Energien nutzen, die erneuerbar sind und die jetzt nicht in Richtung Explosion hingehen, sondern die einfach, ja, umweltfreundlicher sind als die jetzigen. Ja, und... Der Eraser schreibt auf, freie Energie ist ja ganz schön, aber was ist mit den bösen Buben oder Mädels auf der Welt, die das dann missbrauchen, Stichwort Terror. Das heißt, mit freier Energie könnte man wahrscheinlich auch recht tolle Waffen bauen.
Schätze ich mal. Denke schon. Das ist so etwas, was ich allerdings nicht ganz verstehe. Man, das ist eine Sache, die mir ein bisschen. Warum Leute Waffen bauen oder wie man damit Waffen bauen kann? Nein, das nicht, sondern dass die meisten Erfindungen, also die besten Erfindungen, die werden immer im Waffenbau gemacht. Das ist was, was ich nicht ganz verstehe. Ja, weil da das Geld da ist. Ja, gut, da ist das Geld da. Da denken wir mal, eben die Erfindungen, die beim Bau von einer Rakete gemacht werden, wenn man die anders einsetzt, kann man die so gut nutzen, das wäre ein Traum. Nur das ist halt, ja, wie gesagt, die Idealvorstellung. So ist es, ja. Mhm. Leider irgendwie. Zumindest im Moment noch. Mhm. Ja, und denk mal, also missbrauchen könnte man das Ganze als Waffe sicher. Das heißt, da muss erst einmal, schätze mal, tief müssen die Menschen erst einmal da so weit sein, dass sie so weit denken und dass so eine Ethik entwickeln, dass sie jetzt mit einer großen Sache keine Waffe bauen. Ja, aber das heißt, dass das Ganze, über das wir heute gesprochen haben, also jetzt nicht diese konventionellen Techniken, aber generell, also jetzt sagen wir quasi, das Fernsehen für Energie ist gar nicht so sehr ein technisches Problem, sondern ein politisches und ein ethisches Problem. Denke ich auch. Also wenn ich mal denke, ich bin da jetzt, jetzt grob gesagt, ich bin jetzt ein pubertierender Jugendlicher und ich habe da jetzt so die Power, also jetzt wirklich mit harten P-Power, von was weiß ich wie viel zur Verfügung und die kann ich einfach so nutzen, dann kann da sicher eine Menge Blödsinn rauskommen. Das heißt, Menschen, sie müssen einfach sich dessen bewusst sein, was sie anstellen, wenn sie eine gewisse Technik einsetzen. Mhm. Wie lange glaubst du, dauert es, bis wir da irgendwie so weit sind, dass wir das schaffen, damit richtig umzugehen? Puh, dann werden ein paar Jährchen vergehen. Okay. Da werden noch einige Jährchen vergehen. Ob ich das überlebe, weiß nicht. Okay, der Optimismus herrscht vor heute. Oh ja. Ja, Vito, danke, dass du da warst. Das war sehr spannend. Danke auch. Und ja, vielleicht gibt es da irgendwie ein paar Reaktionen oder so. Und wenn es das gibt und sich was ergibt, dann würde mich freuen, wieder von dir hören tue ich eh. Aber dann können wir vielleicht wieder mal ein Update machen oder so. Okay, gerne. Und ein Update am Weblog folgt auf jeden Fall noch dieses Wochenende. Ja, der Stream, ein Update auf dem Weblog diese Woche. Wunderbar, ja genau. Dann vielleicht die ganzen Links, über die wir heute gesprochen haben, rauftun. Dann können sie die Leute es dann, wenn sie es über das Archiv anhören, dann dort gleich anschauen. Ist am besten, ja. Mhm. Okay. Ja, der Stream hat heute leider anscheinend Probleme gehabt. Tut mir leid, aber ich kann leider auch nichts dafür. Und ja, die nächste Sendung, Crop FM, findet am 18. März statt. Und es geht dabei wieder einmal um das Thema Chemtrails, diesmal um das Buch, das von Herrn Haderer und den Herrn Hiss geschrieben wurde. Und die beiden Herren sind bei mir nächstes Mal zu Gast und werden dieses Buch vorstellen. Nach wie vor ja ein recht interessantes Thema. Ich habe da auch ein recht interessantes E-Mail bekommen von einer Dame letztens, das ich vielleicht dann in der nächsten Sendung vorlesen werde. Ja, ich bedanke mich bei dir, Vito, und bei danke allen auch. Gästen und fleißigen Chat-Teilnehmern fürs Zuhören und so weiter. Ja, macht's es gut.